Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Final Fantasy 8. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich ein bisschen verwundert gucken. Der Junge, ich snacke gerade etwas, wo ich hier stehe. Ich volldödel. Hab ein bisschen zu weit gedacht. Und bin etwas vorausgelaufen und stehe im Dorf der Schumis. Also dort, wo wir den Garten abgestellt haben. Dort befindet sich gerade. Dort befindet sich das Schumidorf. Ich bin schon reingegangen. Da bin ich aber nur die Treppe runter. Da geht so ein Aufzug runter. Und da ist direkt das erste Haus ein Hotel. Also ihr habt nichts verpasst. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich habe Osgreen, ja, Boko ein bisschen durch die Welt ziehen lassen. Wir haben ein paar Sachen bekommen. Ja, und das war's auch schon. Und wir kümmern uns jetzt eigentlich mal ein bisschen um, ja, das Dorf hier. Dass uns Menschen besuchen, die keine Händler sind, ist ungewöhnlich. Ja, das Dorf hier liegt unter der Erde. Und die Schumis sammeln hier Felsen. So. Hier gibt es auch eine ganz nette Sidequest. Die ich machen werde, denn auch hier kann man etwas bekommen. Diese Statue. Der sieht ja aus wie Laguna. Sie kennen den Abgebildeten hier? Nun, irgendwie schon. Dieser Mann heißt Laguna Loa. Vor langer Zeit hat ein Mumba diesen Mann gefunden, als er blutüberströmt vor dem Dorf lag. Er ist im schneebedeckten Gebirge abgerutscht. Wir haben ihn gepflegt, bis er gesund war. Unser Ältester weiß genaueres. Warum fragen Sie nicht ihn? Sie haben diese Skulptur berührt. Hätten Sie Zeit für einen Plausch? Warum nicht? Für jemanden, der von draußen kommt, sehr großherzig. Der Mumba draußen wird Sie hinführen. Ist es hier Mode, dass man Mumbas hält? Erhalten? Ja, es ist sozusagen unser Endzustand. Endzustand? Sie wissen es nicht? Wir vom Zumi-Stamm verwandeln uns nach einer gewissen Zeit. Abgesehen vom Ältesten tritt ein Wandel ein. Wenn man nicht zum Ältesten wird, kommt der Drang zum Schöpfen als rotes Fell zum Vorschein. Die meisten von uns werden zu Mumbas. Das weiß doch jeder. Ist es nicht unpraktischer als Tiere? Aber was heißt hier Tiere? Es ist sicherlich besser, wenn man zum Ältesten wird. Aber dieses unerschrockene Gesicht, die kristallklaren, glühenden Augen, dieses feurige rote Fell, die stürmisch glänzenden Haare, diese süße, wunderbare Stimme, die kraftvollen, großen Hände, der uns von Tieren unterscheidende, aufrechte Gang. Das sind doch alles hervorragende Eigenschaften. Schon gut. Halt bloß die Klappe. So, da ist noch ein Punkt versteckt. Feuga. So. Also. Die Schumis werden also zu Mumbas. Sehr interessant. Moment. Ja, wenn man dann doch. Oh. So. Komm schon, Boko. Den Kampf gewinnst du aber. Das sind Mobas.
Roko, du musst auch Schaden machen. Naja, zum Speichern gehe ich jetzt nicht. Aber hier ist ein Lore-Punkt. Eisgar. Komm, unten links die Ecke. Dann kriegen wir ein Level ab. Ah. Direkt noch ein Event, okay. Noch ein Kampf. Immer dieser Boko. Willkommen. Dass Sie hier sind, bedeutet, dass Sie den ehrwürdigen Laguna kennen. Herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen etwas von Laguna erzählen. Es ist schon 17 Jahre her, seit wir ihn gesund gepflegt haben. Ihr seid dazu bemerkt, dass unsere Helden zwischen 16 und 18 Jahre alt sind. Er sagte, dass er dabei ist, ein Mädchen namens Elion zu retten. Sie ist von Ester-Soldaten. Sie soll von Ester-Soldaten entführt worden sein. Laguna blieb, bis seine Wunden verheilt waren. Er langweilte sich irgendwie und begann den Mumbas die Sprache zu lernen. Warum sollte er so etwas tun? Ich habe ihn das auch gefragt. Er sagte nur, wenn man keine Worte kennt, ist es das größte Unglück. Eigentlich brauchen die Mumbas keine Sprache. Die wirklich wichtigen Dinge können ohne Worte mitgeteilt werden. Dasselbe gilt vielleicht für alle von uns. Er konnte auch nicht richtig erklären, warum er Elion retten musste. Aber ich, nein, wir alle wussten den Grund, warum er sich auf die Reise machen musste. Seine Augen haben uns mitgeteilt, was er für Elion und seine Freunde empfindet. Das ist doch stets so, oder? Vielleicht schon. Warum errichtet ihr dann die Skulptur? Es ist in der Tat verwunderlich. Ich weiß nicht, ob Sie das begreifen können. Es schien, als würde Laguna eine starke Energie ausstrahlen. Etwas, was sein Wesen anzieht. Wir wussten nicht, was dieses Etwas war. Deswegen errichten wir die Laguna-Skulptur. Wir denken, dass wir dann begreifen, was uns so sehr angezogen hat. Der Laguna? Ich sollte lieber meinen Senf nicht dazugeben. Ich bitte um Vergebung, dass wir Ihnen Umstände bereiten. Ich bin der Sekretär des Ältesten. Bitte warten Sie. Sie sind so weit gereist, ich möchte Ihnen ein Geschenk überreichen. Aber wir vom Shumi-Stamm verschenken nichts ohne eine Gegenleistung. Bitte helfen Sie im Atelier mit. Erst danach kann ich Ihnen das Geschenk überreichen. Atelier? Dort wird gerade an der Laguna-Skulptur gearbeitet. Wir möchten die in Kürze die Arbeiten abschließen. Verstehe. Gut. Wir helfen also, die Laguna-Statue zu bauen. Dann machen wir das mal. Der Älteste hat das gesagt? Aha, so ist es also. Welch eine Ehre, ein seltenes Geschenk. Ich habe verstanden. Bitte helfen Sie mir bei der Arbeit. Wie Sie sehen, habe ich den ehrenvollen Auftrag, die Laguna-Skulptur anzufertigen. Nur, mir fehlen einige Steine, die ich für den Feinschliff benötige. Bitte suchen Sie sie im Dorf. Na gut, bitte suchen Sie nach dem Schattenstein, Windstein, Lebensstein, Wasserstein und dem blauen Stein. Ich habe keine Ahnung von Steinen. Den Namen der Steine sagen alles. Sie brauchen nur in Stellen zu suchen, die ihnen verdächtig sind. Wenn Sie wirklich Schwierigkeiten haben, sollten Sie auch den Experten am Dorfeingang fragen. Fangen Sie am besten mit dem blauen Stein an. Der hier ist blau. Ey, sag bloß, das hier ist der blaue Stein, dass das der blaue Stein ist. Ja, richtig, genau. Oh Mann. Jetzt erinnere ich mich, ich hatte ihn ja schon hier. Den können wir also abhaken. Als nächstes der Windstein. Bla 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 bla. So. Alle anderen Steine finden wir außerhalb. So ungefähr. Weiß ich, wo es die Steine gibt.
Hier ist auch ein Stein. Der Wind bläst. Das muss der Windstein sein. So. Warum wir das Ganze machen, das bleibt nur noch ein Rätsel. Wir bekommen auf jeden Fall etwas. Wenn wir bei der Fertigstellung dieser Skulptur helfen. Würdest du mal bitte mit dem reden? Ist das okay so? Das ist wahrlich ein Windstein. Zwei hätten wir also. Bleiben noch drei. Als nächstes der Lebensstein. Lebensstein. Und Geld bekommen und Seed Level ist gefallen. Eieiei, was haben wir denn wieder angestellt? Haben nicht gekämpft, hä? Lebensstein, wo bekomme ich denn Lebensstein? Glaube, ich habe ihn gerade gefunden. An der Wurzel liegt ein Stein. Ist das ein Lebensstein? Und Boko hat einen Kaktor getroffen. Heißt, da gibt es auf jeden Fall wieder Items. Das ist sehr schön. Ja. Dann müsste aber noch jemand ganz anderen treffen. Wäre so langsam mal Zeit. Vielleicht braucht Boko auch da einen bestimmten Level. Kann natürlich auch sein. So. Er sitzt jetzt erstmal mit Mumba am Lagerfeuer. Auch schön. Hallo, ich habe Lebstein. Ist es okay so? Das ist wahrlich ein Lebenstein. Drei im Sinn, noch zwei. Drei dahin, noch zwei im Sinn. So. So. Als nächstes der Schattenstein. So, der Schattenstein ist der einzige, der nicht hier im Dorf ist, sondern oben. Dann seht ihr das außerhalb nochmal. Auch mal, wollte ich sagen. Denn das ist ja da, wo ich außerhalb eines Parts gelaufen bin. Nehmen Sie Platz. Also das hier ist ein Aufzug. Mit dem fährt man ins Dorf der Schumis und auch wieder raus. Weil es ja, wie gesagt, unter der Erde liegt. Warten, warten, warten. Wir sind angekommen. Und Boko, hör auf zu schlafen. Voller HP ist. So. Hier irgendwo gibt es den Schattenstein. Lass mich gerade mal kurz schauen. Hier ist er. Wartet da. Ein Stein. Verstehe. Ein Schattenstein. So, hier ist ein Drawpunkt. Hier muss ich 5000 Gil bezahlen, jedes Mal, wenn ich ihn benutze. Und da ist Ulti, da gibt es Ultima. So, der stärkste Zauber der Schwarzmagie aus älteren Final Fantasies. Was Final Fantasies, in denen darunter unterschieden wurde. Final Fantasy X zum Beispiel ist ja neuer als 8, logischerweise. Und da gab es ja auch Ultima. So, dann gehen wir mal den Schattenstein abgeben. Das ist eigentlich nur ein, ja, ein unspektakuläres Hin- und Hergelaufe. Aber ja, so läuft das momentan. Auch das muss getan werden, der Vollständigkeit halber. Ich kann schon mal sagen, dass es danach noch mit Chocobo-Wäldern weitergeht. Es gibt noch zwei Stück, die wir machen müssen, wenn ich keinen vergessen habe.
Aber erstmal die Schatten. Ist das okay so? Das ist wahrlich ein Schattenschein. Vier hätten wir. Bleibt also nur noch einer. Als letztes der Wasserstein. So, der Wasserstein würde man jetzt vermuten hier im Wasser. Das ist aber nicht ganz richtig. Wir müssen hier in das Haus. Kommt ihr von draußen? Viele, die hier leben, denken nicht, dass sie gut über Menschen draußen. Nicht gut über die Menschen da draußen. Ich habe aber gute Erfahrungen gemacht. Ich kam von einem Ort voller Schmutz und Unordnung vorbei, wo habe ich Menschen vom Schöpferstamm getroffen. Die Schöpfer haben dieselben Grundsätze wie wir. So schlecht kann die Welt da draußen nicht sein. Solche Zusammentreffen sind meine Werke von den Schöpfern beeinflusst. Dies zum Beispiel. Oh, ein Auto. Dies zum Beispiel. Oh, noch ein Auto. Hier als Zugabe. Hey, der Bus. Sie haben gesagt, du bist auch ein Schöpfer. Das ist eine große Ehre. Bitte, was heißt doch nicht etwa. Kann ich diesen Stein haben? Von mir aus ist aber nur ein Stein für den Abwasch. Ist mir egal. Da ist nämlich der Wasserstein. Boko ist in letzter Zeit irgendwie müde, habe ich so das Gefühl. Ich will nicht mit dir Karten spielen, nein, ich will dir einen Stein geben. Ist das okay so? Das ist wahrlich ein Wasserstein. Gratulation, Sie waren eine sehr große Hilfe. So, gehen Sie zum Ältesten. Okay, machen wir. Jetzt pennt Boko schon wieder, will er mich verarschen? Der Älteste möchte Ihnen ein Geschenk überreichen. Danke, dass Sie für den Shumi-Stamm Ihre wertvolle Zeit geopfert haben. Vielleicht sehen Sie schlecht. Ah, verstehe. Hä? Da ist ja nichts. Ich sehe nichts. Der Älteste hält nichts in der Hand. Wenn etwas halten würde, könnte man ja seine Hand doch nicht sehen, oder? Das Geschenk? Ja, natürlich. Euch wurde erlaubt, die Hand des Ältesten zu sehen. Mit dieser Hand hat er Steine begraben. Mit dieser Hand hat er Dinge geschaffen. Mit dieser Hand wurde er zum Ältesten. So, das war die feierliche Übergabe des Geschenks. Auf Wiedersehen. Ist das euer Ernst, Leute? Kommen Sie jederzeit wieder. Gehen Sie jetzt gefälligst. Ach ja. Ich hatte es vergessen. Es ist nur ein Zeichen der Dankbarkeit. Ein Souvenir. Hier bitte. Und das ist das, was ich eigentlich haben wollte. Phönixflügel erhalten. Haben wir etwas bekommen? Ob das ernst gemeint war? Das mit den Händen? Wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen. Es ist ernst gemeint. Er hielt ja von Beginn an seine Handflächen verdeckt. Nur, diese Leute sind sehr intelligent. Sie wissen natürlich, dass unsere Außenweltler solche Dinge nicht wirklich interessieren. Gerade weil sie Laguna von Herzen verehren, möchten sie in unsere Welt ein sie uns in ihre Welt einweihen. Aber sie können es nicht in Sachwerte umrechnen. Deswegen haben sie sich das wohl ausgedacht. Zumindest entspricht das ihrer Logik. Ein bisschen Spielerei war sicher mit dabei. Wenn man mal recht überlegt, finde ich's cool. Das waren aber wirklich sorglose Momente. Im Gegensatz dazu hat Norg seine Handflächen buchstäblich zur Schau gestellt. Ups, sie haben uns durchschaut. Das habe ich erwartet. Ihre Blicke sagten mir, dass diese Leute ein schweres Los zu tragen haben. Kein Wunder, dass sie uns durchschaut haben. Ach ja, ach deswegen. Wir hätten ihnen das Geschenk einfach so überreichen können. Warum also der Umstand?
Was ich ihm wirklich schenken wollte, waren erholsame Momente. Aha, klingt wie eine Ausrede. Ich habe einen Befehl für dich. Ja? Bis die Skulptur fertig ist, gibt es keinen Schlaf. Nein, ich flehe Sie an, Ältester. Nein? Also doch? Was zum... Das lassen wir. Nein, also. Das Geschenk ist natürlich der Phönixflügel und das ist ein sehr interessantes Item. Kann der Lebensretter sein, muss er aber nicht. Der Phönixflügel ist ähnlich wie das Gizzardkraut, ein Item, mit der sich eine GF beschwören lässt. Und zwar lässt sich mit dem Phönixflügel ja der Phönix heraufbeschwören, der alle gefallenen Gruppenmitglieder wiederbelebt, quasi eine Phönixfeder auf alle anwendet und dem Gegner Feuerschaden macht. Das Einzigste, was man dabei beachten muss, jetzt endlich schon wieder, ist Folgendes. Ja, klar, natürlich gibt es Gegner, die natürlich keinen Feuerschaden nehmen, ganz klar. Das meine ich aber gar nicht, sondern ich will was anderes sagen. Der Phönixflügel kann sich auch selbst einsetzen, wenn alle Gruppenmitglieder gefallen sind. Es ist kein Muss, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn man einen Phönixflügel im Inventar hat, sich dieser automatisch einsetzt, wenn das letzte Gruppenmitglied stirbt und man eigentlich Game Over gehen würde. Ich glaube, Boko braucht einfach eine Pause. Pause ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir holen ihn jetzt auch dann mal heim. Bekommen eine Hunde-ID, Kampfbrocken, magischer Stein. Kampfbrocken gar nicht mal so schlecht. Wir schicken den gleich wieder in die Welt hinaus. Denn Boku darf, wenn wir das Spiel beenden, nicht zu Hause sein. Ansonsten gibt es Probleme und wir können den Spielstand. Also, wir können die Chocobo World von vorne beginnen. Fragezeichen Flüssigkeit hat sich schon benutzt, ne? Ja. Nein, ich wollte auch hier die Hunde-ID gucken. Was mache ich denn damit? Hunde können umbenannt werden. Aha, ich könnte also Wikis Hunden einen neuen Namen geben. Ja. Körper plus, Magie plus. Ja, nutze ich jetzt erstmal noch nicht. Ich würde einfach mal sagen, ich beende das an dieser Stelle. Und ja, dann weiß ich auch nicht ganz weiter. Beim nächsten Mal schauen wir dann, wie es weitergeht. Ich hoffe, es ist nicht ganz so langweilig für euch. Wenn, dann tut es mir leid. Es ist halt ein bisschen Sidequesting jetzt momentan. Nach Ballam gehen wir ein anderes Mal. Ich bedanke mich natürlich trotzdem fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Onion.